Es ist eines der faszinierendsten Phänomene, die jemals in der Astronomie beobachtet wurden. Über 700 Billionen Sterne verschwanden plötzlich aus dem sichtbaren Universum. Dieses Ereignis stellt unsere herkömmlichen Vorstellungen von der Stabilität und Beständigkeit kosmischer Objekte total auf den Kopf. Sterne durchlaufen üblicherweise über Millionen bis Milliarden Jahre sehr langsame und vor allem nachvollziehbare Entwicklungszyklen. Sie verschwinden normalerweise nicht einfach so. Und jetzt ist etwas aufgetaucht, das eine Erklärung für das Phänomen liefern könnte, und es ist schockierend. Es scheint, als habe jemand 700 Billionen Sterne einfach aus dem kosmischen Lichtspiel ausgeblendet. Diese Sterne, die in früheren Sternkatalogen und astronomischen Himmelskarten eindeutig verzeichnet waren, scheinen spurlos verschwunden zu sein, und das in weniger als 100 Jahren. Entdeckt haben das Forscher, die alte Sternbeobachtungsdaten mit den aktuellsten Himmelskarten verglichen haben. Eigentlich hatten diese Forscher erwartet, dass wir heute, dank besserer Technologien, entsprechend mehr Sterne sehen würden. Doch es zeigte sich, dass 700 Billionen Sterne einfach weg sind. Die alarmierenden Entdeckungen haben eine groß angelegte Studie ausgelöst. Im Rahmen des VESCO-Projektes wurden noch einmal alle Sternkataloge akribisch durchforstet und das erschreckende Ergebnis wurde bestätigt. Sterne sind im Allgemeinen feste Konstanten im Universum. Sie entstehen aus dichten Molekülwolken, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen. Unter dem Einfluss der eigenen Gravitation kollabieren diese Wolken, bis der Druck und die Temperatur im Kern ausreichen, um die Kernfusion zu zünden. Dann beginnen Sterne zu leuchten. Im Laufe ihres Lebens durchlaufen Sterne abhängig von ihrer Masse verschiedene Phasen. Die massereichsten Sterne können in spektakulären Supernova-Explosionen enden, während weniger massive Sterne, wie unsere Sonne zum Beispiel, zu weißen Zwergen werden. Diese Prozesse sind gut erforscht und wir dachten, wir hätten alles über Sternentwicklung und auch deren Ende verstanden. Doch das plötzliche Verschwinden von Sternen ohne eine Spur oder Explosion passt jetzt absolut nicht mehr zu diesem Verständnis. VESCO entdeckt noch mehr Sternenanomalien. Was vielen gar nicht bewusst ist, ist der Umstand, dass Sterne durchaus auch auf andere Weise verschwinden können. Wissenschaftler mussten zähneknirschend zugeben, dass sie niemals behaupten können, alles über das Universum zu wissen. Phänomene wie dieses zeigen uns diesen Umstand immer wieder schonungslos auf. Billionen von Sternen, die einfach so verschwinden, können drei Ursachen haben. Fehler in unseren Beobachtungsdaten, bisher unbekannte Phänomene in der Sternenentwicklung oder im Aufbau des Universums oder die Existenz oder Überlagerung von parallelen Welten und Dimensionen. Das Projekt Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, kurz VESCO, wurde ins Leben gerufen, um diese Anomalie des kosmischen Sternschwunds zu erforschen. Ein internationales Team von Astronomen unter der Leitung von Beatrix Will vom Nordic Institute for Theoretical Physics in Schweden hat historische und aktuelle astronomische Daten systematisch nach Objekten durchsucht, die entweder unerwartet erschienen sind oder auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Eines der möglichen Szenarien, die das VESCO-Team bereits näher untersucht hat, ist das plötzliche und vollständige Verschwinden von Sternen ohne vorherige Supernova. Das wäre in der Astrophysik neu, doch unmöglich ist es nicht. Sterne könnten zum Beispiel ihr Licht einfach ausdimmen oder auf andere Weise zugrunde gehen, die wir noch nicht kennen. Prozesse, die Sterne direkt aus unserem sichtbaren Universum entfernen könnten, ohne die üblichen Überreste oder Signale wie eine erhöhte Strahlung oder Explosionsnebel zu hinterlassen, können ganz neue Dimensionen der Physik öffnen. Eine Theorie ist, dass solche Ereignisse durch schwarze Löcher oder andere extreme gravitative Ereignisse verursacht werden könnten. Sterne würden dann im großen Stil aus dem sichtbaren Spektrum in andere unbekannte Zustände oder Dimensionen gezogen werden. Praktisch könnte das zum Beispiel so aussehen, dass bisher unbekannte schwarze Löcher von monströsen Ausmaßen ganze Sternenpopulationen verschlingen. Warum wir solche Objekte noch nicht gesehen haben, kann viele Gründe haben. Möglicherweise gibt es schwarze Löcher wie diese nur in bestimmten Quadranten des Universums, so wie auf der Erde bestimmte Pflanzen und Tiere auch nur regional vorkommen. Große Mengen von Sternen könnten auch durch interstellare Nebel oder neu entdeckte kosmische Phänomene verschleiert werden, die das Licht dieser Sterne eben absorbieren oder reflektieren. Weiter könnten Quanteneffekte oder exotische Materie eine Rolle spielen, indem sie die Lichtausstrahlung der Sterne modifizieren oder sogar die Raumzeit so krümmen, dass Sterne einfach unsichtbar werden.
Zerstört dunkle Materie die Sterne? Lasst uns auf der Suche nach Antworten eine weitere, besonders spannende These überprüfen. Zerstört dunkle Materie leuchtende Sterne? Phänomene wie das plötzliche Verschwinden von 700 Billionen Sternen zwingen Wissenschaftler dazu, die Grenzen der bekannten Physik immer wieder zu überschreiten und auch mal um die Ecke zu denken. Zum Beispiel könnten Veränderungen in der dunklen Materie oder unerkannte Eigenschaften der dunklen Energie eine Rolle spielen. Dunkle Materie interagiert nicht direkt mit Licht, dadurch ist sie für uns unsichtbar. Wir wissen jedoch, dass sie die Bewegung von Sternen und Galaxien durch ihre Gravitation beeinflusst. Sollte die dunkle Materie plötzlich ihre Eigenschaften verändern, könnten solche Anomalien, wie das Verschwinden von Sternen, durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Dies könnte darauf hindeuten, dass wir nur an der Oberfläche dessen kratzen, was im Universum möglich ist. Ein weiteres faszinierendes Konzept, das in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen wird, ist die Existenz von kosmischen Löchern oder Wurmlöchern, die durch die Materie möglicherweise zwischen verschiedenen Bereichen des Universums oder sogar zwischen verschiedenen Universen transportiert wird. Bisher standen schwarze Löcher oft im Verdacht, solche Wurmlöcher oder Portale zu sein, doch es könnte auch andere, noch unerforschte Phänomene oder Übergänge in der Raumzeitstruktur geben, die Verbindungen zwischen Welten und Dimensionen ermöglichen. Diese theoretischen Passagen, die oft als Brücken im Raumzeitkontinuum beschrieben werden, könnten es Materie oder sogar Informationen erlauben, über immense kosmische Distanzen hinweg zu reisen, wobei sie die herkömmlichen physikalischen Gesetze, wie wir sie kennen, dabei einfach überschreiten. Solche Hypothesen sind natürlich besonders spannend, denn sie führen uns direkt ins Multiversum, in dem viele Welten nebeneinander existieren. Sind diese anderen Welten real, könnte es stellenweise im Universum zu Überlagerungen kommen. Das könnt ihr euch so vorstellen, als transzendierte ein Teil eines anderen Universums und wir könnten dann zeitweise in eine solche Welt schauen und die Sterne aus diesen Universen erscheinen dann in unseren Sternkatalogen. Dann schließen sich die Raum- und Zeitfalten wieder oder sie wandern weiter und die Sterne verschwinden in unserem Universum auf unerklärliche Weise. Eine weitere Erklärung sind gigantische kosmische Wolken oder dunkle Phänomene, die bestimmte Teile des Universums abdecken und wir sehen in diesen Bereichen dann eben die Sterne nicht mehr. VESCO tut also weit mehr, als nur zu checken, wo 700 Billionen Sterne abgeblieben sind. Diese und ähnliche Forschungsinitiativen könnten wichtige Durchbrüche in unserem Verständnis des gesamten Universums bringen. Die kosmischen Folgen des Sternverschwindens. Findet ihr es auch ein bisschen beunruhigend, dass große Populationen an Sternen binnen weniger als 100 Jahren einfach verschwunden sind? Über 700 Billionen Sterne sind nämlich eine ganze Menge und ein Phänomen dieser Größe zwingt uns nicht nur die möglichen kosmischen Folgen abzuwägen, das plötzliche Verschwinden einer massiven Anzahl von Sternen könnte dramatische Veränderungen in der Gravitationsbalance innerhalb von Galaxien auslösen. Sterne sind durch die Gravitation ihrer gemeinsamen Masse innerhalb einer Galaxie aneinander gebunden. Diese Bindungen bestimmen mit über die Struktur und Stabilität von ganzen Galaxien. Verschwinden größere Sternpopulationen auf einen Schlag, könnte die Neuverteilung der verbleibenden materiellen Körper dazu führen, dass die Stabilität der ganzen Galaxie zumindest partiell abnimmt. Nimmt das Phänomen zu, müssen Astrophysiker neue Simulationsmodelle entwickeln, die die Auswirkungen von plötzlichen Masseverlusten innerhalb von Galaxien untersuchen. Das Verschwinden der Sterne könnte aber auch eine einzigartige Gelegenheit bieten, unser Wissen über die mysteriöse dunkle Materie und dunkle Energie zu verbessern. Da dunkle Materie durch ihre gravitativen Effekte und nicht durch elektromagnetische Strahlung nachweisbar ist, könnte das Fehlen der Sterne neue Methoden zur Messung ihrer Verteilung und Dichte eröffnen. Die Art und Weise, wie die dunkle Energie die Ausdehnung des Raums beeinflusst, könnte auf indirekte Weise sichtbar werden, wenn große Teile der sichtbaren Materie plötzlich entfernt werden. Was hat das Verschwinden der Sterne mit unserer Existenz zu tun? Fragt ihr euch jetzt auch, ob unsere Sonne einfach so verschwinden kann und wir möglicherweise gleich mit ihr? Die Vorstellung, durch ein Dimensionstor zu rasen und in einer anderen Welt herauszukommen, kann verlockend sein, wenn die Reisebedingungen so wären, dass wir sie als physische Wesen überleben könnten. Manche Forscher meinen sogar, dass Dimensionssprünge möglich sind, ohne dass wir als Lebewesen davon viel mitbekommen würden.
Diese Thesen sind aber momentan rein spekulativ und finden in der klassischen Astrophysik momentan noch wenig ernsthafte Beachtung. Inzwischen haben sich sogar Philosophen der Frage nach den verschwundenen Sternen im Universum angenommen und sind zu ihrer ganz eigenen Sichtweise gekommen. Wir Menschen sind automatisch an die ständige Präsenz der Sterne am Nachthimmel gewöhnt. Wahrscheinlich hat sich der Sternenhimmel mit den bekanntesten Sternbildern und den hellsten Sternen, seit es Menschen auf der Erde gibt, auch nicht groß verändert. Sterne sind sehr beständig und Supernovae mit dem anschließenden Verschwinden eines Sterns sind zumindest in Sichtweite der Erde extrem selten. Wir leben mit bekannten Konstellationen wie Orion, dem Großen Bär, dem Abendstern oder auch einzelnen sehr hellen Sternen wie Sirius. Seit Zeitaltern sind sie so etwas wie Superstars am Nachthimmel und seltsamerweise empfinden viele Menschen Sterne und deren Licht als vertrauliche Begleiter. Für uns wird es schon seltsam werden, wenn Betelgeuse, einer der hellsten Sterne im Orion, nicht mehr da sein wird. Dieser Stern wird in den nächsten 100.000 Jahren nämlich explodieren. An dieser Stelle müsst ihr euch bewusst machen, dass die meisten der verschwundenen 700 Billionen Sterne nicht zu unserem gewohnten nächtlichen Sternhimmel gehören. Diese Sterne wurden in Regionen beobachtet, die weit weg sind und von der Erde aus nur mit Teleskopen oder in sehr dunklen Gegenden zu sehen sind. Vermutlich wäre es auf sonderbare Weise ungewohnt für uns, wenn wir abends vor die Tür treten und plötzlich Löcher am Sternhimmel wahrnehmen würden. Selbst wenn wir nicht bewusst hinsehen, so registrieren wir doch das stellare Umfeld als unseren normalen Nachthimmel. Sterne erhellen aber nicht nur unsere Nächte oder beflügeln unsere Fantasie, sie dienen uns auch seit langer Zeit als Leitsterne oder astrologische Symbole, die den Rhythmus des Lebens auf der Erde auf ihre eigene Weise mitbestimmen. Sie sind für uns eine Art Sicherheit. Die Vorstellung des plötzlichen Verschwindens großer Mengen von Sternen ist demnach erschütternd. Unser fundamentales Weltbild kann dadurch ins Wanken geraten und wir fragen uns, was wir über diesen Kosmos eigentlich wirklich wissen. Das Phänomen der verschwundenen 700 Billionen Sterne zwingt uns also, die permanente Existenz dessen, was wir als gegeben betrachten, in Frage zu stellen und neu über die Vergänglichkeit des Universums und unsere eigene Rolle darin nachzudenken. Worüber du auf jeden Fall nicht so lange nachdenken solltest, ist der Klick auf den Abo-Button und den Daumen. Denn wenn du das machst, verpasst du nie wieder ein neues Video und wir hören uns bald wieder. Bis dann.